Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Skyrim Season 3, Dust in the Wind. Das Leben von Arcus geht weiter, es geht in Runde 5 mittlerweile schon, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, ich glaube Runde 5. Und wir... Ist es Runde 5? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, ich glaube es ist Runde 5. Wir sind in Riften angekommen vor geraumer Zeit, haben hier alles erledigt, was wir erledigen wollten. Hier repariert jemand sein Schiff. Wir sind hier an einem großen See, Lake Honkin oder so, wenn ich mich nicht irre. Aber was wir tun wollen ist, wir werfen einen kurzen Blick auf unsere Karte und wir wollen nichts dringender als uns hierhin zu begeben. Fort Dawnguard. Und um das zu bewerkstelligen, würde ich sagen, nehmen wir ein kurzes Bad, oder? Damit wir nicht nochmal durch Riften durch müssen. Ich habe eigentlich keine Lust auf Menschen. Komm mit, Lydia. Wir springen und schwimmen an Land, um Riften herum zu gehen, die Sache ein bisschen abzukürzen, uns nicht die ganze Zeit von Leuten voll babbeln zu lassen, denn so ein bisschen sind wir als Arcus immer noch so in unserer Meditationsphase. Das klingt im ersten Moment dumm, aber ihr erinnert euch, wir haben oben auf High Rothgar sehr viel meditiert, unsere innere Ruhe gefunden und dieser Kontakt zu Menschen ist zwar willkommen, aber eigentlich sind wir immer noch so ein bisschen in uns gekehrt und denken über viele Sachen nach, versuchen uns davon fernzuhalten, in diesen Gedanken zu versinken, indem wir nach Fort Dawnguard gehen, indem wir unseren Fokus im Auge behalten und einfach etwas tun, versuchen etwas zu erreichen, zu bewegen, und dann sollten wir auch möglichst nicht unseren Verstand verlieren. Das ist... Du Wolf! Willst du mich eigentlich vereiern? Fallen Ass! Alter! Holy shit! Das ist nur ein Hirsch. Ah ne, da ist noch ein Wolf. Lydia hat verdammt scharfe Augen, muss man echt sagen. Die sieht alles, wenn wir es noch lange nicht gesehen haben. Okay, gut. Damit haben wir das erledigt. Ihr seht, hier wurde gejagt und gerissen. Der Fuchs ist leider seinem Schicksal erlegen. Und ich versuche kurz hier von dieser erhöhten Position mal einen Überblick über das Gebiet zu bekommen, damit wir halbwegs sehen, wo wir hinlaufen. Denn wir können ja nicht die ganze Zeit blind vor uns hin stolzieren. Das wird uns auf Dauer nicht an unser Ziel führen. Und da sind wir auch schon oben. Okay, ich sehe, da hinten ist eine Art Holzhütte. Was das genau ist, weiß ich nicht. Aber ein Fort können wir von hier nicht sehen. Ich gehe mal stark davon aus, auch aufgrund dessen, wo es sich auf der Karte befindet, dass es hinter dieser Bergkette sich befindet. Also bleibt uns wohl nichts weiter übrig, zumindest nicht viel weiter. Das da wird die Echo Deep Mine sein, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ihr seht's, hier stehen wir, hier sind wir runter. Das könnte gut und gern die Echo Deep Mine sein. Sie könnte aber auch da hinten irgendwo liegen. Ich gehe eher davon aus, sie liegt da hinten irgendwo. Und ich denke, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns da runter ins Tal zu begeben. Und ich würde sagen, wir halten uns mal da hinten in dieser Richtung auf. Vielleicht finden wir da irgendwas. Okay, Lydia folgt mir unauffällig. Dieses Eisenerz werde ich erstmal noch abbauen. Das kann uns immer und jederzeit behilflich sein. Iron Ore und einen völlig makellosen Amethysten haben wir abbauen können. What? Oh. Ein Iron Guardian. Okay, der ist anscheinend gegen Pfeile anfällig. Das war's auch schon. Um Himmels Willen. Was ist denn hier passiert? Wieso stauben wir so? Hat er so viel... Lydia, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wölfe, die auf uns aufmerksam geworden sind durch den Kampf. Aber Lydia, unsere Kampfmaschine von nebenan, hat das Ding geregelt. Sehr schön. Okay, beim Abbauen... ist jetzt hier so ein Steinelementar, der diesen Abbauspot hier, warum auch immer, beschützt hat, aufgetaucht. Das ist ja lustig. Sowas hatte ich persönlich noch nie, um jetzt auch mal außerhalb des Rollenspieldings zu gehen. Sowas ist mir noch nie passiert. Okay. Wir speichern kurz, ziehen unseren Plan durch. Wir gehen runter ins Tal. Ich hoffe, hier machen sich nicht irgendwo schon wieder Banditen oder so breit. Das ist immer verdammt belastend. Irgendwo ist einer. Boah, eine Spinne! Und ich sehe sie nicht. Wie kann sowas passieren? Sie ist tot. Ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Und... Nein, ich sehe nicht. Ah! Okay. Das haben wir. Den Amethysten. Warum hatte die Spinne den Amethysten dabei? Das soll mir mal einer erklären. Und wir kommen langsam runter. Hier ist es eine sehr wilde Tundra. Ihr seht's, alles ist sehr hoch bewachsen. Die Sicht ist nicht so gut. Aber gut, wir sind ein Jäger. Wir sind zu zweit. 4 Augen sehen mehr als 1. Das heißt, unbedingt zum Hindernis für uns wird das nicht werden. Gut. Hier ist eine kleine Ruine. Seht ihr die? Diesen Turm? Ist hier jemand? Ich habe jemanden schreien hören. Oh, da oben ist auf jeden Fall jemand. Oh oh. Die sind feindlich gesonnen. Ich würde sagen, bevor wir zu denen gehen, speichern wir ab. Seht ihr, die haben die Waffen schon gezogen. Ich glaube, die wollen nicht mit uns verhandeln. Deswegen sind sie jetzt dran. Irgendeinen haben wir erwischt, ich weiß nicht wen. Diese. Der kommt schon, zieh durch. Okay, sie ist an ihrer Blutung gestorben. Lydia hat den Rest erledigt. In diesem kleinen Gemäuer hier haben sich anscheinend schon wieder Banditen breit gemacht, wie ihr gesehen habt. Okay, mit Lydia wollte ich eigentlich nicht reden. Sie hat ja den Banditen erledigt, wollte den Banditen looten. Okay, schauen wir mal, was die so dabei haben. Viele, viele Pfeile, das ist schön. Sogar Lockpicks haben sie dabei und sie bewachen ihre eigene kleine Kiste. Okay, also gewohnt haben die höchstwahrscheinlich... Oh, was ist das für ein Lock? Apprentice. Könnte man schaffen. Also gewohnt haben die hier scheinbar nicht... Ah. Nein! Ah, schade, schade, schade. Gehen wir mal ganz zur Seite. Gibt's das denn? Gibt's das denn? Das ist doch nicht wahr! Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, tut mir leid. Hallo? Na endlich. Mann, das war ein Sweet Spot, der war aber nicht gerade Apprentice-Level. Oh, aber schöne Belohnung. Lockpicks und einen Trank. 2 Tränke sogar und Gold. Sehr schön. Alles klar. Predator Vision machen wir an der Stelle mal aus. Gewohnt haben die hier nicht. Die haben hier bloß zwischengelagert, deswegen hatten sie da auch ihre Schätze ver... Oh. Es ist bloß ein Vogel. Kinder, ich habe gedacht, das war schon wieder der Schatten von einem Drachen. Okay. Wir speichern ab und folgen mal weiter dem Weg hier. Endlich haben wir mal wieder einen Weg gefunden. Müssen sich so quer durch die Wildnis laufen. Da hinten ist eine Brücke und da kommen schon wieder Leute. Ich hoffe, die sind uns wohlgesonnen. Es scheinen Rebellen... Nicht Rebellen. Okay, was wollen die machen? Don't bother me, peasant. I've had a long journey and paid too much coin on these gifts to be late to Vittoria's wedding. Okay, dann viel Spaß bei der Hochzeit. Es sind also Reisende, die eine Wache bezahlt haben, um sie von wo auch immer sie herkommen nach Solitude zu begleiten. Da haben sie noch eine sehr, sehr lange Reise vor sich. Halleluja. Und sind auf dem Weg zu einer Hochzeit. Mhm. Wir hätten die jetzt natürlich töten können und ihnen die Geschenke, von denen er erzählt hat, dass sie so viel Geld gekostet haben, entledigen können. Das machen wir aber nicht, denn wir sind kein böser Mensch. Lasst mich einen kurzen Blick auf die Karte werfen, um zu checken, dass wir noch halbwegs richtig sind hier. Okay, ich glaube schon. Und mich beruhigt auch so ein bisschen, dass das Wildleben sich im Vergleich zu... Seht ihr da oben das Haus? Sich im Vergleich zu ja, der vergangenen Nacht ein bisschen beruhigt zu haben scheint. Die meisten Tiere jagen anscheinend nicht bei Tag. Was ist denn hier oben? Das ist diese Holzhütte, die wir von Weitem gesehen haben. Ich glaube, ich will jetzt wissen, was hier los ist. Deswegen gehört diese Holzhütte... Was ist da drin womöglich zu finden? Vielleicht sagt uns der Name des Hauses schon einiges. Blackbriar Lodge. Oh. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, ich wollte nicht hier... Wieso kämpft ihr gleich gegen uns? Der erste ist tot. Der zweite ist tot. Wieso greifen die uns gleich ein? Blackbriar, die hängen anscheinend Lodge Key. Oh, der Schlüssel zu ihrem Haus. Das trifft sich ja eigentlich gar nicht schlecht. Steel Plate Armor, das nehmen wir natürlich... Oh, weggucken, es war eine Frau. Lydia, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Wo bist du denn? Wo bist du denn? I need to trade some things. Ja, da ist es. Du kriegst jetzt hier diese Rüstung von mir. Achtung. Ach, weißt du was, Lydia? Du musst jetzt auch mal ein bisschen was droppen, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn hier alles? Executioners, Double Axe und Scheiß. Raus damit. Das nehme ich alles und schmeiße es weg. Nodachi, bla bla. Iron Greatsword. Ne, das ist... Ach ne, das hat sie nicht ausgerüstet. Sie hat das Silver Longsword. Das Broadsword nehmen wir ja auch weg. Wir nehmen ja einen Haufen weg. Den Crossbow, gut, sie hat keine Bolts mehr, deswegen benutzt sie wahrscheinlich den Crossbow nicht so oft. Und jetzt habe ich hier doch diese Stahlplattenrüstung für dich. Ich hätte gern, dass du die an dich nimmst und wenn es geht auch ausrüstest. Equip Mode? Nee, das machen wir nicht. Okay, weg. So, und sie hat sie angezogen, seht ihr? So hat Lydia mal wieder ein bisschen was an, was ihrer Figur mehr entspricht. Gut, da kann man jetzt auch drüber streiten, eine Stahlrüstung oder ein Kettenhemd mehr Figur entsprechend. Junge Frau, wieso trägst du unter einer Rüstung nichts? Das ist auch, man kann doch wenigstens ein Kettenhemd drunter anziehen, damit man, siehst du, deinem Kollegen hier, dem geht's auch nicht mehr so gut. Nun gut, der hatte auch den Schlüssel zu dieser Lodge bei sich. Jetzt ist natürlich fraglich, sind in dieser Lodge noch andere oder können wir jetzt tatsächlich, ist dieses Haus, steht es jetzt leer und, somit uns mehr oder weniger zur Verfügung, weil die Besitzer sind ja jetzt tot. Blackbriar Lodge, das ist das, was ich die ganze Zeit sagen wollte, die stehen anscheinend auch in Verbindung mit diesen, mit dieser Diebesvereinigung oder Diebesfamilie in Riften. Ob wir uns hier drin mal umsehen? Sehr gute Frage, ne? Ich glaube, wir machen es einfach. Ich speichere kurz und wir schauen einfach, ob hier drin irgendjemand ist, ne? Vielleicht ist es ja jetzt hier drin wirklich leer. Es war zumindest abgeschlossen. Warum sollten sich Leute einschließen? Ich kann ja mal kontrollieren, ob jemand hier ist. Oh ja, es sind viele Leute hier. Es sind viele, viele Leute hier. Hier ist auf jeden Fall ein Keller. Was ist denn? Was geht denn hier ab? Nein, hier ist niemand. Okay, okay, wenn sie jetzt alle auf uns zugestürmt kommen, haben wir relativ gute Chancen, sie zu erledigen. Und stirbt, stirbt! Also ich habe das Gefühl, bei jedem zweiten Pfeildraw will Arcus nicht so richtig seine Pfeile ziehen. Warum auch immer. Lydia kämpft für uns. Lydia kämpft wie eine Löwin. Was machen die hier drin? Warum sind die auch gleich feindlich darauf, wenn jemand reinkommt? Die haben doch was zu verbergen, oder? Und da waren sie schon alle erledigt. Und wir sehen absolut nichts hier drin. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, was hat sie dabei? Auch sie hat wieder den Schlüssel zum Haus. Okay, alle wollten sicher gehen, dass sie ins Haus reinkommen, komme was wolle. Wo sind denn die zwei hier? Hier waren doch gerade noch zwei, die sich mir in den Weg gestellt haben. Sind die etwa wieder weggelaufen? Wo sind die denn? Hallo? Okay, Vorsicht walten lassen, Lydia. Ich glaube, ich rüste mal meine Reiselaterne aus. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Die müssen doch hier drin irgendwas zu verstecken haben. Hier unten scheinen die Schlafräume zu sein. Aber ich sehe nichts großartig vom Wert oder von Geheimnis. Ich meine gut, auf der anderen Seite könnte es natürlich auch einfach bloß ein Quartier von denen sein. Und da ist es auch ganz klar, dass sie da auch nicht jeden Fremden einfach reinlaufen lassen. Aber irgendwie wirkt das Ganze hier auf mich ein bisschen ominös. Was hatte das für eine Bedeutung? Vor allem, wo sind die zwei hin verschwunden, die sich da gerade mir in den Weg gestellt haben? Die können da jetzt nicht einfach weg sein, oder? Fragen über Fragen. Die scheinen sich echt verkrümelt zu haben. Schlecht geht's denen auf keinen Fall, wie ihr sehen könnt. Essen und Trinken ist reichlich da. Massig Silberware haben sie auch. Also arm sind sie nicht. Deutet darauf hin, dass das Diebesdasein wohl ganz schön lukrativ ist. Okay, hier haben wir einen neuen Schlafraum gefunden. Ist natürlich jetzt fraglich, ob das hier Auswirkungen haben wird. Ob jetzt irgendwie, vielleicht sind die ja auch weggerannt. Da haben wir wieder so ein Unusual Gem gefunden. Vielleicht nicht, dass die jetzt weggelaufen sind und in Riften quasi Bescheid geben, was ich hier angerichtet habe und wir jetzt ein Problem haben, sobald wir wieder nach Riften gehen. Legend of Cradley House. The Legend of Cradley House. Das klingt wie ein Buch, das unterhaltsam sein könnte zu lesen. Dramatis personae. Ah, obwohl, Moment. Ach ja, okay. Das ist ein Theaterstück. Theaterstücke sehe ich eher von ab vorzulesen, auch wenn die mit sehr viel Liebe geschrieben sind. Ihr müsst vorstellen, das ist wie Drehbücher, was wir da gerade gefunden haben. Zu Theaterstücken, die in der Welt von Skyrim für die gut Betuchten quasi aufgeführt werden. Okay, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich würde aber sagen, erstens, weil wir uns hier drin sowieso verlaufen, wie man sieht. Und zweitens, weil auch das hier wieder bloß eine Ablenkung von unserem tatsächlichen Ziel war. Wir werden dieses Haus hier jetzt wieder verlassen und werden uns weiter in Richtung Fort Dawnguard begeben. Das ist das, was wir tun werden. Vorher will ich aber diesen Part hier beenden. Ich will mich an dieser Stelle sehr bedanken wieder einmal, dass ihr zugesehen habt, wie wir Skyrim spielen, wie wir das Leben von Arcus erleben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.